Energieversorgung ist ein Massengeschäft. Ein Massengeschäft, in dem sensible Daten sicher verarbeitet werden müssen. Und das können wir. Softwareentwicklung hat bei uns Tradition. Unser Programm Lima wird auch außerhalb unserer Versorgung von vielen Kunden erfolgreich eingesetzt. Mittlerweile werden in rund 60 Energieversorgungsunternehmen knapp 3 Millionen Zähler über Lima abgerechnet. Von großen Regionalversorgern mit 400.000 Zählern, ebenso wie von kleinen Stadtwerken mit 5.000 Zählern. 70 Experten arbeiten bei RENAG an den IT-Lösungen. Die RENAG ist der einzige Softwareanbieter, der auch Energieversorger ist. Und umgekehrt natürlich der einzige Energieversorger, der auch Softwareanbieter ist. Von der Seite her sind wir sehr nah am Geschäft natürlich dran, auch wir Softwareentwickler. Wir haben immer den neuesten Input direkt aus unserem eigenen Hause. Und der wird dringend benötigt. Denn die Anforderungen aus der staatlichen Regulierung nehmen explosionsartig zu. Die Auflagen werden immer härter, die Umsetzungsfristen immer kürzer. Bei mehr und mehr Marktteilnehmern und Angeboten werden auch die Kunden bezüglich der Informationsbereitstellung, ob online oder in der Hotline, immer anspruchsvoller. Die Bundesnetzagentur erlässt in halbjährlichen Abständen neue Verordnungen, die IT-technisch umgesetzt werden müssen. Das ist für uns eine große Herausforderung, der wir uns jedes Mal aufs Neue stellen müssen. Und mit der Software Lima haben wir bis jetzt jede dieser Herausforderungen gemeistert. Ob das jetzt bei den neuen Anforderungen aus der Marktkommunikation ist oder in früheren Jahren auch bei der Umsetzung auf das Zwei-Mandanten-Modell. Wir waren immer fristgerecht mit unseren IT-Lösungen für unsere Kunden zur Stelle. Wir können Updates mit einem Knopfdruck allen Kunden zeitgleich zur Verfügung stellen, weil wir Lima zentral von unseren Großrechnern aus pflegen. Ein enormer Zeitgewinn im Vergleich zu Software-Updates, die in jedem Unternehmen einzeln umgesetzt werden müssen. Lima ist eine hochintegrierte Software. Das heißt, wir haben bei uns auch als integralen Bestandteil im Abrechnungssystem die Marktkommunikation angebunden. In Lima können neben der klassischen Stadtwerke-Lösung oder auch einer Abwasserentsorgung weitere kommunale Leistungen abgerechnet werden. Dazu zählen beispielsweise Bäderbetrieb oder auch die Müllabfuhr. Somit kann die Kommune auch diese Leistungen in ein und demselben Softwarepaket abrechnen, was für die Sachbearbeiter einen Vorteil bringt, weil sie nicht in mehreren Systemen arbeiten müssen und für die Kommune auch eine Planungssicherheit wieder darstellt, gerade heute in Zeiten schmaler Kassen. Es können Synergieeffekte genutzt werden im Hause. Wir stehen mit unseren Kunden auf Augenhöhe. Wir binden sie aktiv in die Softwareentwicklung mit ein. Wir haben Anwenderkreise und Arbeitskreise gegründet, wo wir uns als Softwareentwickler mit unseren Kunden treffen, mit ihnen die Anforderungen diskutieren, auch die Umsetzung gemeinsam vornehmen. Ein fertiges Softwarepaket wird auch immer zuerst unseren Kunden vorgestellt, bevor es dann ausgeliefert wird. Das ist Marktforschung in Permanenz. Dafür werden auch die entsprechenden Rechenkapazitäten benötigt. Und die haben wir. Am Standort Köln betreiben wir zusammen mit dem Partner Tyger eines der größten Rechenzentren in der Branche, mit knapp 200 Kunden bundesweit. Damit kooperiert jedes sechste EVU in Deutschland bei der IT mit RENAG. Über die Softwareentwicklung hinaus sind wir ein etablierter IT-Dienstleister. Ja, der Kunde profitiert natürlich davon durch unsere Erfahrung, die wir als Energieversorger sammeln. Zum Beispiel an der Stelle, wo wir als RENAG schon sehr früh als Gasanbieter in fremden Netzgebieten tätig waren und mit unserem Produkt Lima im Grunde die Voraussetzung geschaffen haben, dass sowas möglich ist. Dem folgen jetzt auch andere Lima-Kunden nach, indem sie ihre Produkte auch außerhalb des eigenen Netzgebietes anbieten und profitieren so von den Erfahrungen der RENAG, die sie gemacht hat als Energieversorger.
Also sicherlich macht es Sinn, diese Funktionalitäten zu zentralisieren, um so die Synergien zu heben, die man dort eben vorfindet. Das heißt, ich habe eine Mannschaft mit Administratoren, die sich mit der Technik auskennen, die weitergebildet werden. Ich habe Maschinen, die sich weiterentwickeln, die entsprechende Performance auch zugrunde legen. Und wenn jedes einzelne Unternehmen, vor allem auch die kleineren Unternehmen, das selber aufbauen müssten, inklusive der kompletten Infrastruktur, was die Sicherheit angeht, mit Notstromversorgung und Überwachungsszenarien, ist es mit Sicherheit nicht so wirtschaftlich abbildbar und auch nicht mit so viel Erfahrung wahrscheinlich durchzuführen wie in so einem Rechenzentrum. Die richtige IT-Lösung ist ein Schlüsselfaktor für Unternehmenserfolg. Die Komplexität von Soft- und Hardware ist heute aber so hoch, dass nur noch Spezialisten durchblicken. Die Wahl des richtigen IT-Partners ist damit Vertrauenssache. Vertrauen schenkt man uns. Noch nie hat RENAG einen einmal gewonnenen IT-Kunden wieder verloren.